Treffen wir heute schon auf den dunkleren Fuß, dann ist das schon das Finale. Es sieht so aus. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Innerdum zu diesem scheinbar Finale von Miitopia, der Hauptgeschichte. Mit dem Zwergenfürst natürlich. Der dunkle Fürst hat Monster gezwungen, diesen Turm zu bauen. Damit er von einem Ort im Himmel auf die Welt herabblicken kann. Vom Himmel aus? Genau, von ganz weit oben, einem Ort namens Anderwelt. Der dunklere Fürst ist ganz bestimmt da oben, in der Anderwelt. Der Weg dahin liegt hier vor uns. Da nichts wie los. Also noch nicht das Finale. Sondern erstmal der Gang in die Anderwelt. Ich kann nicht mitkommen. Der Ort ist verflucht. Kein Normalsterblicher kann dort lang überleben. Und ich bin kein Normalsterblicher? Du wirst mich zurücklassen müssen. Dann pass gut auf dich auf und danke. Ach, hör auf. Ich muss mich bei dir bedanken. Und bitte besiege den dunkleren Fürsten. Der entdunkelte Fürst Julian hat dein Team verlassen. Und da geht's hoch in die Anderwelt. Oha, das sieht ja hier sehr, sehr anders aus. Schnell! Die Frage, die sich mir stellt, sind wir keine irdischen Wesen? Sind wir irgendwas anderes, dass wir da rein können? Was macht uns zu unterschiedlichen Wesen wie der entdunkelte Fürst? Wieso bin ich ein anderes Wesen als der entdunkelte Fürst? Tja. Was ist das für ein Ort? Augen, Nasen, Münder, Brillen. Kann es sein? Wurden die alle von irgendwelchen Gesichtern gestohlen? Der dunklere Fürst ist echt fies. Wir müssen seinen Treiben ein Ende bereiten. Ja, Musik ist hier nicht viel. Ist nur dieses Gewusel im Hintergrund. Hix. Verschreckt man lieber nicht. Hix. Und so geht's weiter bis an sein Lebensende. Ich will aber wieder Musik machen. Das macht richtig Laune. Nee, das Spielen ohne Musik macht keine Laune. Das finde ich sogar etwas gruselig. Cosmo Bolt A und Cosmo Bolt B. Auch die Kampfmusik ist ja erstaunlich leise und sehr ruhig. Was habe ich jetzt hier? Eine neue Attacke? Neue Technik? Wann habe ich die erlernt? Fetzende Formel. Wie schmeckt euch das? Okay, wirklich, die habe ich bisher noch nicht bemerkt. Muss ich wohl schon vor langer Zeit entdeckt haben, die Formel. Triebe die Hilfe an, den einen müssen wir noch besiegen. Ist alles hier ein bisschen komisch in der Anderswelt. In der Anderwelt, meine ich natürlich. Ganz toll gekämpft. Ich hoffe, es ist heute gut sichtbar und Kamera ist richtig eingestellt und es ist nicht zu sehr verschwommen. Barriere gelernt. Errichte eine Barriere, die deinen erlittenen Schaden reduziert. Na, das ist doch gut. Das ist eine gute Attacke. Koboldschinken erhalten. Und voran geht's. Ich leiste hier mein Bestes. Bist du dir sicher? Ja, relativ bin ich mir da sicher. Ich muss an dieser Stelle mal zugeben, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen das Miitopia liegen lassen. Na, was heißt letzten Tagen? Letzten Tag oder zwei Tage war es. Gestern und vorgestern, glaube ich. Habe ich halt ein bisschen auf der Strecke liegen lassen, weil ja, ich hätte eigentlich vorproduzieren müssen für den heutigen Tag, um das noch gut zu schaffen. Das heißt, es könnte heute etwas später kommen, dieser Part. Und ich habe es liegen lassen, weil
Ja, ich habe mich nicht gut motivieren können. Aus dem Grund, weil die schweren Kämpfe aus dem letzten Part mich doch dann sehr abgeschreckt haben. Und ja, ich keine schweren Kämpfe mag. Ja, Rennen hält fit. Ja, aber scheint jetzt hier einigermaßen voranzugehen. Und ja, wir haben scheinbar Stärke aus den schweren Kämpfen gezogen. Und hier ist ein Gasthaus. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so kompliziert und schwierig wird wie mit den Orochis im letzten Part. Enge Freunde, Level 14, helfen gelernt, Level 2 gelernt. Joa. Oha, da ist viel los, viel ist da los. Sprechen wir mal als erstes mit Annelie und Greenie. Langsam, aber dafür gründlich. Annelie macht sauber. Lass mich dir helfen. Joa. Wenn das die Freundschaft stärkt. Von mir aus. Ach, müssen wir das alles durchgehen. Die Freundschaftsdinger, diese Sequenzen, die sind doch seit langen Parts schon immer dasselbe. Seit vielen Parts schon dasselbe. Kommen ja auch keine neuen Sequenzen. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ja, genau. Sag ich doch, diese Sequenz kennen wir auch schon. Haben wir schon viel zu oft gesehen. Bin gleich wieder da, der neue Look. Noch oft. Na, was meinst du? Man erkennt dich kaum wieder. Da befreunden sie sich wieder. Donald und der Putin irgend wie Freunde. Ja. So viel dazu. Geben gelernt. Dann gucken wir mal noch bei denen ein. Fantastische Erinnerung. Okay, das ist einigermaßen neu. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht so oft wie die anderen. Das kann man sich noch angucken. So, und dann bleibt nur noch das Verteilen von Geschenken. Geld geben. Ein Herren-Cat-Suit wäre der Traum von Finne. Eine Orakelpfanne wäre der Traum von Sarah. Und dann haben wir sie wieder ausgestattet. Kann es weitergehen? Du hast 5 verschiedene Bratpfannen, die bevorzugte Waffe der Kirche gesammelt. Kirche, genau. Und weiter geht's. Die Musik, die erinnert mich ein bisschen an Dementium. Vor allem die Menü-Musik. Die Musik jetzt nicht zu sehr, aber die Menü-Musik, die klingt schon ziemlich nach Dementium. Schneid sie mal raus, deshalb habt ihr sie nicht gehört. Müsste ich sie eigentlich mal reinschneiden. Attacke mit fiese Formel. Die neu gelernte Formel habe ich noch nicht eingesetzt. Vielleicht kann ich sie jetzt nochmal einsetzen. Huha! Okay. Das hat Freundschaft gemacht. Okay. Zurückweichen. Was auch immer. Naja. Hau rein! So. Da wurde nun der Gehalt von Sarah gut, die mir damit Team zu haben. Das ist spitze. Dass die uns helfen kann. Zack. Haben wir's. Scheint sehr stark zu sein, die Formel, die neu erlernte. Das heißt neu erlernt. Ich bin mir nicht klar, ob das neu erlernt ist oder ob das schon alt ist. Ich fürchte aber, das ist sehr alt. Nur ein paar Kratzer. Ich habe es bloß einfach übersehen. Das muss irgendwann mal gekommen sein. Ich habe es einfach rausgeschnitten oder überblättert, überlesen. Einfach ignoriert. Tja, zieht auch 28 MP-Punkte ab. Das ist ganz schön viel. Aber es bringt auch, wie ihr seht, einiges. Und wir haben 1300 Menschen gerettet, also 1300. Meine Fresse. Das sind schon ganz schön viele Monster, die wir besiegt haben. Moment, ist da was in meinen Taschen? Und mir gefällt diese Underwelt hier gar nicht so sehr. Die macht mir doch ein bisschen Angst. Oh, ein Brief von Greenie. Liebe Annelie. Buh, hab ich dich etwa erschreckt? Egal, hier ein kleines Geschenk von mir. Ein kleines Geschenk von mir, meint er natürlich. Guten Hunger, dein Greenie. Eine Banane. Naja, das war es wert, einen Brief zu schicken. Das musste nicht unbedingt, das konnte nicht im Gasthaus verteilt werden, sondern es musste in die Tasche gesteckt werden und als Briefmittel werden. Eigenen Blick. Bonbon. Zwei frisst ein Bonbon und wird fett.
Jetzt kann ich weitergehen. Und da auch nicht, weil ich mittlerweile zu fett bin, um zu rennen und auf dem Weg liegen bleibe, weil ich zu viele Bonbons gefuttert habe. Cosmo-Kobold. Ach, jetzt erkenne ich das erst. Das sind Luftblasen oder irgendwie Helme, die sie auf dem Kopf haben. Ich dachte, sie haben solche gigantischen Köpfe. Das wäre wirklich sehr krank. So diese explosive Flüssigkeit, die explodierende Flüssigkeit. Mega Blitz. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Alles in Ordnung, Sarah. Genau. Diese Zwischensequenzen sind auch immer wieder dieselben. Das nimmt keine Abwechslung mehr. Gut, dass die Welten jetzt noch Abwechslung nehmen. Ist vielleicht auch gut, dass wir jetzt in einer anderen Welt sind. Das wurde schon langsam irgendwie ein bisschen blöde mit dem Turm. Könnte man mal ein bisschen Abwechslung gebrauchen, das war gut vom Spiel. Ja, ich sehe es ein. Nächste Beziehung. Zwischen mir und Annelie. Jetzt wird es langsam zweideutig. Bestester Freund. Zangengriff 2 gelernt. Ja. Gut, diese Beziehung ist vielleicht nicht unbedingt ausbauwürdig. Ich meine, wie alt ist die? 15, 16 höchstens. Meine Fresse. Mein Mie, halt dich in Zügeln, halt dich. Ich weiß, du willst dir Freundschaft knüpfen, aber du bist 20. Räusper. Ach ja, Miitopia. Du hast jetzt 1300 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Und auch dieser Text vom Horst dürfte sich mal langsam ändern. Das kann auch mal wer anders sprechen. Naja, wer anders muss nicht unbedingt sein, kann auch gerne Horst weiter beibehalten. Obwohl, wäre eine gute Idee, wenn sich mal die Person wechseln würde. Ab 1000 Leute ist es dann nicht mehr Horst, sondern Sabrina. Ja. Und Greenie hat mal wieder was zu vermelden. Genau. Ich habe neulich etwas über Blackie gehört. Ach, die Sequenz wieder. Tuschel. Ach man, hinter den Rücken über die anderen reden. Na, das geht hier gar nicht. Scheint so. Das hätte ich ja von ihr gar nicht gedacht. Kann man mal wieder sehen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Oha. Blackie hat's gesehen. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Gut. Wenn man über jemanden lästert und der dann dazukommt, das ist ordentlich unangenehm. Zu Recht. Donald will ein Weißblechprojektil. Also Geld hat er ja genug, der Donald. Da kann er ja auch ein bisschen was für ein Weißgeldprojektil ausgeben. Eine giftige Probe wäre der Traum von Zwergi. Okay. Aber bloß nicht im Mund stecken. Das kann man nicht essen, Zwergi. Das ist kein Blattspinat. Auch wenn es ein bisschen so aussieht, wenn es die Farbe hat. Nicht im Mund stecken. Ein Smoking-Outfit wäre der Traum von Blackie die Zweite. Nicht anfangen zu rauchen, Blackie 2. Jetzt wegen dem Smoking-Anzug musst du nicht anfangen zu rauchen. Das ist ungesund für dich. Macho Robe! Jetzt mal ordentlich auf dem Teppich, Blackie. Du musst jetzt nicht abheben, nur weil du Macho Robe hast. Ein Herzchen-Catsuit wäre der Traum von Finne. Ich finde, der ist sowieso immer mein kleines Herzilein. Fort auf mit diesen Zweideutigkeiten hier in Miitopia. Es ist ein Kinderspiel. Meine Fresse. Punkt. Wir stehen kurz vor der letzten Schlacht. Gibt's irgendwas, das du vorher noch tun wolltest? Oder irgendwas, das du noch loswerden willst? Zwergi, um ehrlich zu sein. Was? Nein, lieber nicht. Was? Jetzt hast du mich voll neugierig gemacht. Hahaha. Bringen wir erst unser Abenteuer zu Ende. Dann sage ich es dir, Zwicker. Annelie. Na gut, ein Grund mehr, diesen Kampf nicht zu verlieren. Genau,
Ja, genau. Zu Zweideutigkeit. Jetzt eine Tasse Tee. Und so dem Action. Was, wer seid ihr? Alien A, Alien B. Okay, ja, UFOs haben wir ja schon gesichtet. Und da können diese Alien auch mal dran kommen. Und ich mit meiner grünen Flüssigkeit explodiert. Okay. Tolle Aktion, ey. Wow, danke. Danke, Sarah. Ah, danke. Das wird morgen sicher wehtun. Astronautennahrung. Okay. Natürlich tragen Aliens Astronautennahrung mit sich, ist ja ganz logisch. Warum auch nicht? Wo lang? Rechts oder links? Verrate ich nicht, welche ihr habt. So, was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Wir ziehen doch an Schatztruhen nicht vorbei. Das haben wir ja noch nie gemacht und das wird auch nie passieren. So, voran, voran, voran. Kommt jetzt wieder eine Folie. Das wäre jetzt eigentlich die rechte Zeit dafür. Jetzt nicht wundern, so kurz vor dem Bosskampf. Alien A, Alien B, Meteorit A, Meteorit B. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir lassen hier uns irgendwie ein bisschen locker. Also, mein Handy spricht. Okay. Die lassen uns ja wirklich sehr locker. Weil die Kämpfe sind hier wirklich nicht so schwer. Wir hatten gerade schon den Orochi im letzten Part am Ende. Und ich dachte, es geht hier jetzt wirklich hardcore bergauf. Es wird jetzt hier immer schwerer. Jetzt kommt ein schwerer Gegner nach dem anderen und ich rein. Aber scheinbar nicht. Die Gegner sind hier wirklich machbar. Und das macht mir umso mehr Angst. Enge Freunde. Ja, es macht mir Angst, weil das ist nicht das, was ich gedacht hätte, was ich erwartet hätte für diesen Part. Zum gesprengt werden, das riesige Angst. Was Domäne des Dunkel... Der dunklere Fürst? Finale? Was? Finaler Kampf? Mohahaha! Da ist er, der dunklere Fürst. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich zuletzt fast zu Tode gelangweilt. Achso, den habe ich anders gesprochen. Den muss ich auch anders synchronisieren. Lass den großen Weisen in Ruhe. Gib uns Gronkh zurück. Du willst den großen Weisen zurück? Da habe ich so ein bisschen verrückt gesprochen. So ein bisschen verrückter Professor. Dann komm und hol dir. Wow. Oh, shit. Ha! Was zum? Was passiert? Hand! Linke Hand! Auweia. Ach du Schande, ich hab da so eine Vorahnung. Und die gefällt mir gar nicht. Gesicht. In Sonne. Was zum Geier? Na, da sind wir nicht mehr. Dunklerer Fürst Gronkh. Wahahahaha.